In einem Konzert zu sitzen und dem Klang eines Orchesters zuzuhören, ist, wenn man drüber nachdenkt, ein unglaublich komplexer Vorgang. Was da in unserem Gehirn passiert und worüber wir uns zum Glück gar nicht bewusst werden müssen, ist die Verarbeitung von ganz vielfältigen Ebenen. Und der Schall, der von dem Orchester direkt auf unsere Ohren trifft, ist die eine Komponente. Aber natürlich nehmen wir den Klang auch aus allen anderen Richtungen wahr. Und dieses Zusammenspielen von direktem Klang und räumlichem Klang ist unsere Hörerfahrung, mit der wir zu hören gelernt haben und die das natürliche Hören überhaupt erst ausmacht. Wir haben zunächst mal zugehört. Also Ausgangssituation für das Archiv ist natürlich die Stereomischung, die es schon gibt. Und da haben wir uns zunächst angehört, wie stellt sich da das Orchester dar, wie ist der Raum, wie ist die Tiefenstaffelung des Orchesters, wie breit ist das, wie groß wirkt es. Und haben dann quasi Werk für Werk versucht, eine optimale Einstellung zu finden, die auf der einen Seite natürlich die vorhandene Stereomischung repräsentiert und auf der anderen Seite aber natürlich die neuen Möglichkeiten von immersivem Audio optimal ausnutzt. Technisch gesehen realisieren wir Immersive Audio mit Dolby Atmos. Dolby Atmos ist mittlerweile sehr verbreitet und auf vielen Geräten zu finden. Auf Soundbars, über Kopfhörer, über Heimkinoanlagen, über TV-Geräte. Vielleicht besitzen Sie sogar selber ein Gerät und wissen es gar nicht. Immersives Audio bietet uns ja eigentlich viel Möglichkeiten, mit den Klangpositionen zu arbeiten. Wie viel kann man denn bei klassischer Musik überhaupt diese Möglichkeiten einsetzen? Die Idee des Immersiven ist natürlich, dass man den Raum komplett nutzen kann. Und das verleitet vielleicht auch dazu, am Anfang sehr schnell zu sagen, okay, ich platziere mir dieses Instrument dorthin und jenen Effekt dahin. Und wir haben aber schnell gemerkt, dass an der Stelle weniger mehr ist und dass es uns nicht unbedingt darum geht, mit tollen Effekten kurzzeitig Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern langfristig gesehen hin eine Klangwelt zu schaffen, die einem das Gefühl vermittelt, ich bin in einem echten Raum.